Es tut mir ja so leid für euch. Es ist für uns alle nicht leicht. Aber wir sollten uns erstmal drüber. Ja, das ist eine gute Idee. Entschuldigung. Was sind das alles für komische Menschen? Die sind nicht komisch, die sind einfach alt. Und warum sind die alle so mordshungrig? Mom sagt, Trollgemeinden werden immer extrem hungrig. Also mir ist einfach nur übel. Das Kalbskotelett, das gab's jeden Donnerstag. Ja, aber das hat er nur für uns gemacht. Es stand nie auf der Karte. Hast du schon geheult? Nein, das war nur eine Art Schluchzen. Aber du bist doch traurig. Ich bin traurig, ich weiß nur nicht, wie sehr. Kommt her, ihr Süßen. Ich weiß, er wird mir sehr fehlen. Kriegst du das hin, Mom? Na klar. Das Leben geht irgendwie weiter. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Essen im Haus haben. Phil war ein tapferer Amerikaner. Er wird mir sehr fehlen. Wie geht's Grandma? Naja, sie redet nicht viel. Sie sitzt da, alles plappert auf sie ein. Hin und wieder nickt sie auch mal. Ich muss auch noch unbedingt mit dir reden. Mom, dürfen wir nach oben gehen? Na klar. Danke. Ja. Hallo. Entschuldigen Sie. Richtig schön haben Sie es hier. Der Mann war ein König. Oh, danke. Der König des Restaurantgewerbes. Oh ja, das haben Sie nett gesagt. Ich habe ihn mit Fisch beliefert. Ihr Vater war ein Fischexperte. Oh, danke. Meine Töchter sind meine Blumen, hat er immer wieder gesagt. Oh, das ist wirklich sehr nett, dass Sie mir das gesagt haben. Mom, wir müssen kurz mit dir reden. In der Küche, nur wir drei. Daddy wurde heute aus dem Krankenhaus abgeholt, Mom. Und in das Beerdigungsinstitut gebracht. Ich werde dort vorbeifahren und alles weiter erklären. Willst du nicht auch mitkommen? So, das war's. Was meinst du, Mom? Ich bin jetzt nur noch eine von den Frauen, die stets alleine am Tisch sitzen. Und dennoch müssen wir Entscheidungen fällen, wo und wie die Beerdigung stattfinden soll. Es sind auch noch nicht alle informiert worden. Das kann Lily machen. Sie weiß, wer noch fehlt. Judy weiß das genauso. Ich wollte auch noch zu Aaron. Er sollte darauf vorbereitet werden. Was gibt's da vorzubereiten? Daddy ist ja wohl auch sein Vater gewesen, Mom. Ich hatte vorhin die Idee, dass auf der Feier Dads Freunde sprechen sollten. Also Leute wie die Tannenbaums oder... Oh, gütiger, doch nicht die Tannenbaums. Dann eben Onkel Manny und die Farbers. Oder die Mädchen, wenn sie wollen. Und wir sollten unbedingt Musik spielen. Er hat Musik doch so sehr geliebt. Vielleicht ein paar schmissige Nummern aus Hello Dolly. Darauf verzichte ich. Ich wünsche mir etwas Würdevolles, nur dieses eine Mal. Ich denke, das, was wir vorschlagen, hat durchaus Wirkung. Gut, dann überlasse ich euch diese Entscheidung. Dann versuche ich erstmal Rabbi Rosen zu erreichen. Der ist im Ruhestand. Die können in den Ruhestand gehen? Er hat ein Hausboot gekauft und seine Frau verlassen. Und jetzt kümmere ich mich wieder um meine Gäste. Du bist in Trauer, Mom, und keine Entscheidet Gastgeberin. Entscheidet so, wie ihr es für richtig haltet. Die beste Entscheidung wäre, wir würden uns verkriechen. So habe ich sie noch nie gesehen und das jagt mir Angst ein. Und ich muss zu Aaron fahren. Wenn du willst, begleite ich dich. Nein, ich hätte Angst, dass er damit überfordert wäre. Judy, wir müssen noch einen Rabbiner finden. Dann schnapp dir ein Telefonbuch. Was ist mit diesem Bruce, diesem Rabbiner, mit dem du mal aus warst? Das ist 2 Jahre her und wir hatten bloß Sex. Ich habe keine Ahnung, wo der steckt. Das war nur ein One-Night-Stand. Hallo. Kein schöner Anlass, dich zu sehen. Genau. Was mit eurem Vater tut mir sehr leid. Danke, Rick. Du hast sogar was zu essen mitgebracht. Du hast mir gesagt, wie beliebt dein Vater hier war, und da dachte ich, naja. Wie geht's dir? Ach, ich versuche tapfer zu sein. Sehr gut. Unsere Mom verliert langsam die Nerven, aber das war ja zu erwarten. Ich hätte übrigens einen Rabbiner für euch. Du? Du bist doch noch nicht einmal Halbjude. Nein, aber ich habe ihn mal kennengelernt, als er abends mit seinem Hund unterwegs war. Ich könnte ihn Mom, anrufen, um ihm... jetzt ist man nicht mal oben vor denen sicher. Grace. Wir benutzen unser Bad, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Oh, naja, die Leute sind eben auch etwas durcheinander. Ich danke dir. Komm her. Entschuldige, aber ich habe noch gar nicht geheult. Es geht doch gar nicht darum zu heulen. Ach, Schätzchen. Man kann auf verschiedene Weise um jemanden trauern. Ja, nehmen Sie sich ruhig was. Herrliche Kalbskotelette. Die gab's jeden Donnerstag bloß für uns. Ach, alles klar, ich verstehe. Vorsicht, ich hab hier... Hey. Hallo, wie geht's Ihnen? Naja, es geht mir bestimmt viel besser als... Ja. Es tut mir leid, ich weiß, Sie haben Ihren Schwiegervater. Kann ich das hier... Ja, hier, stellen Sie es hier auf. Ich weiß gar nicht. So. Sie können bitte schon einen schönen Platz dafür. Entschuldigung, darf ich mal? Wie geht's dir? Naja, es geht so und... Ach, das Leben geht irgendwie weiter, nicht wahr? Ich mochte ihn sehr gern. Ich habe ihn geliebt, als wäre er mein Vater. Ja, du warst für ihn wie ein Sohn. Ja. Hallo, Jake. Ja, Marvin, die Kalbskoteletts gibt's weiterhin donnerstags.
Okay. Wo sind die Kinder? Die sind im Wohnzimmer. Du hast alles im Griff? Ja. Danke. Stell's doch einfach hier. Ah, sehr gut. Ich gehe jetzt. Bitte noch nicht, bitte. Nein, nicht. Du bist das Familienoberhaupt. Du hast viel zu tun. Na gut, dann geh. Rufst du mich an? Ja, das mache ich. Mom, was machst du da? Mom. Ich muss ihm was aussuchen. Was musst du ihm aussuchen? Etwas für die Beerdigung. Er soll nicht im Krankenhaus nachdem begraben werden. Aber die Hemden sind alle so schön, ich weiß gar nicht... Das können wir für dich erledigen, Mom. Ich nehme die Hemden nicht wieder mit nach Florida. Und Jake ist größer als Daddy und dein junger Freund ist auch nicht gerade unter sich. Aaron hat Daddys Größe. Willst du jetzt mit uns über Aaron reden? Wir müssen jetzt über Aaron reden. Er ist sehr krank. Es geht ihm aber nicht durchgehend schlecht, Mom. Ich bin seine Mutter, ich weiß ja wohl, wie es ihm geht. Ja, du bist seine Mutter. Entschuldige. Und ich kann mir gut vorstellen, was du im Augenblick machst. Nein, Liebes, das kannst du nicht. Und Aaron würde die Beerdigung nicht überleben. Er hat immerhin 20 Jahre in der Psychiatrie überlebt. Tut, was ihr für richtig haltet. Ihr wisst ja sowieso alles besser. Ich muss sofort zu Aaron. Und ich soll dich wirklich nicht zu ihm begleiten? Danke, doch das schaffe ich allein. Lilly? Oh Gott, Manny! Lilly! Wie geht's dir? Ich kann mich nicht beklagen. In der Nacht, als du geboren wurdest, rief dein Vater mich an und sagte, es ist eine Tochter. Hoffentlich kommt sie nicht nach Tante Esther. Und dann sagte er, ich würde sie trotzdem lieben, weil ich nie geahnt habe, wie schön Vaterliebe ist. Danke, dass du mir das gesagt hast. Oh, ich habe gar nicht mehr die Uhr im Auge gehabt. Ich sollte jetzt schnell Lilly, wieder runter... Lilly, ich hätte dir noch etwas zu sagen. Als Daddys Freund oder als sein Anwalt? Sowohl als auch. Es geht um ein paar Dinge, die du dir gut überlegen solltest. Soll ich überlegen oder mir Sorgen machen? Wer überlegt, der sorgt sich auch immer ein bisschen, so pflegte dein Vater zu sagen. Wir haben uns 46 Jahre lang zweimal die Woche unterhalten. Ich bin völlig auf dem Laufenden, was dich oder auch Jake angeht. Dein Vater mochte ihn, aber er misstraute ihm. Und deshalb muss ich dir jetzt ins Gewissen reden. Ich weiß nicht, ob ich das hören will. So wie es aussieht, hat deine Mutter 40% vom Restaurant und dir und Jake gehören 60. Was bedeutet, dass du über 30% davon bestimmen kannst? Ich weiß. Und das heißt, wenn du jemals unzufrieden bist, wie Jake euer Geschäft führt, kannst du mit deiner Mutter beschließen, dass er gefeuert wird. Wir können ihn rausschmeißen? Dein Vater wäre dazu bereit gewesen, falls die Scheidung einen ungünstigen Verlauf nehmen würde. Er wollte Jake entlassen? Wenn das die einzige Chance wäre, um das Familienerbe zu schützen, dann ja. Ohne das Restaurant wäre er doch völlig aufgeschmissen. Vielleicht hätte er sich das inzwischen schon längst mal selber bewusst machen sollen, oder?